Wir sind heute hier zusammengekommen im Max-Neder-Haus in Duderstadt, um uns die Zukunft der Stadt vorzustellen. Und zwar nicht einfach so, sondern weil wir glauben, dass man nur die Zukunft auch bekommt, die man sich imaginiert, die man sich selber auch vorstellt, die man versucht aufzuzeichnen und versucht auch zu beschreiben. Mach ein Ort, ein Wort. Welches Wort schreibt Duderstadt mit am besten? Leute haben so viel Kreativität, so viele Ideen, so viele Wünsche, auch mitunter ganz schön handfeste Sorgen. Und da sind allein 200 Ideen zusammengekommen, was fehlt in Duderstadt. Oder die Frage, wie können wir denn die Mobilität hier in Zukunft organisieren, auch auf dem, in der Fläche, im ländlichen Raum zwischen den Dörfern. Müssen wir von Car2Go oder Drive Now in den Metropolen lernen? Wie können wir das auf den ländlichen Raum übertragen? Solche spannenden Fragen werden hier diskutiert. Ich möchte Sie eigentlich entführen heute Morgen auf eine Reise in die Zukunft. Der Platz war immer unser Heimathafen für unsere Familie, aber auch unser Hub von hier sind Vater und ich in die Welt. Könnte Duderstadt nicht vielleicht ein Sehnsuchtsort für Berliner und Hamburger werden und Hannoveraner, die sich hier ihren Traum vom Leben auf dem Lande tatsächlich erfüllen in einer Umgebung, die eigentlich urban ist? Wie kann man das hinbekommen? Das ist das, was wir gemeinsam mit etwa 60 Gästen hier heute, Leuten querbeet durch alle gesellschaftlichen Gruppen herausfinden wollen. Das Ziel ist es, dass wir das dann in einer Art Zukunftsbuch, Zukunftsalmanach zusammenfassen, der zeigt unterschiedliche Szenarien, dann zeigt, wie Duderstadt einmal werden könnte. Wir sind sehr gespannt, was wir hier heute alles herausfinden.